Hallihallo Leute, ich begrüße euch wieder bei Bayfrontier. Heute mit einem Video, was vor allen Dingen erst einmal viele Informationen enthalten wird und ein bisschen beschwören. Der Hauptpunkt ist, ich streame heute Abend, merkt das euch jetzt so schon mal, heute Abend, 19 Uhr, auf twitch.tv/doc-ratti. Kennt ihr auch schon. Geht um Bayfrontier, sonst würde ich es dir vorstellen. Der Punkt ist, den ich entschieden habe, der das Ganze auch für mich auch interessant macht, ist die Tatsache, dass ich auf Englisch streamen werde. Aus mehreren Gründen. Der Anstoßgrund war, es hat mich sowieso schon immer mal gereizt, was auf Englisch zu machen, an Videos und Streams. Einfach, weil ich Englisch selbst gerne mag und auch gerne euch ein bisschen mehr Englisch näher bringen will, weil es halt viele gibt, die sagen, ja, Englisch ist voll kacke ist. Zum anderen ist der Punkt für mich, dass die Brave Frontier Community im englischsprachigen Raum groß und gut ist. Das ist eine angenehme Community, da gucke ich auch selbst recht viel. Hab ja auch den Storm da zum Beispiel schon erwähnt, den ich gerne gucke. In der deutschsprachigen Community gibt es genau zwei Leute, die was zu Brave Frontier machen. Das eine bin ich, das andere ist Dark Hunter. Und Dark Hunter macht auch nur die europäische Version, nicht die globale. Und das finde ich persönlich ein bisschen... Also die Community ist da, was auf YouTube und Twitch angeht, recht schwach. Und klar, es ist cool, dass ich dann so der einzige Große da bin, aber es ist halt einfach nicht viel da. Und deswegen habe ich halt Bock, das mit anderen Leuten aus der Community zusammenzumachen, da vielleicht mal irgendwie ein bisschen streamtechnisch sich auszutauschen oder mal was zusammen zu... was auch immer, aber ich finde das halt eine interessante Möglichkeit. Und deswegen habe ich entschieden, der Stream wird auf Englisch sein. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele unter euch, die mir dafür den Kopf abreißen wollen. Es gab schon den einen oder anderen, der gesagt hat, finde ich nicht gut. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr alle vorbeischaut. Der Vorteil für euch ist natürlich, ich spreche immer noch Deutsch und wenn ihr Nachfragen habt und ich gar nicht versteht, was ich sage, kann man das halt auch nochmal auf Deutsch erklären. Oder wenn ihr Fragen zum Beispiel zu Worten habt, andersrum könnt ihr mir natürlich auch gerne Tipps zu meinem Englisch geben. Das ist halt so eine Sache von, da könnt ihr Englisch lernen, ohne das Problem zu haben, von wenn ihr es nicht versteht, habt ihr Pech gehabt. Und es ist auch noch im Bereich von, zu einem Thema, was euch interessiert. Was halt für all diejenigen, die Englisch irgendwie ein bisschen sich dran gewöhnen wollen, damit was zu machen, mit Englisch lernen wollen, ist das, denke ich, eine ganz vernünftige Sache. Und ja, worum wird's gehen? Hauptsächlich Frontier Hunter, denn wir haben hier Frontier Hunter, ja, seit heute offen. Die Server haben sich dadurch haben da ihre Periode bekommen und angefangen, an dort abzustürzen, aber es ist tatsächlich da. Ich habe auch schon Runs gemacht, habe tatsächlich, glaube ich, alle Gebiete durch. Daran zu sehen, dass wir, wenn wir bei Terminus sind, hier oben alles haben. Werde das dann aber auch im Stream noch ein bisschen ausführlich erklären, was das da für Sachen es gibt, was einem das bringt, wie man die bekommt. Werde da natürlich auch dementsprechend Runs machen. Wir haben auch auf der europäischen Version gerade Frontier Hunter, wobei ich da nicht so aktiv sein werde wie hier. Das hier ist mir da doch ein bisschen wichtiger. Diverse Dinge. Ich weiß gar nicht, was für Server-Rewards anstehen. Komm mal her, mach mal ein bisschen hin. Nicht die richtige Seite, die du mir hier anzeigst. Das. Ich bin jetzt, glaube ich, Rang 8. Das heißt, ich würde Sacred Jewel und Drain Spear sind in erreichbarer Nähe. Was ziemlich langweilig ist. Lugina würde ich natürlich gerne bekommen. Dafür müsste ich 3 aufsteigen, müsste ich in die Top 10.000 kommen. Ob ich mir das antun werde, werden wir sehen, aber Bock darauf hätte ich durchaus und Gems hätte ich zum Beispiel auch ein paar in der Hinterhand. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, dafür wird im Stream dann ganz viel drehen. Heute werden wir ein bisschen beschwören. Ich habe mir so 3 Versuche vorgenommen, denn heute sind Ulkina, Nasa und Rogan 6 Sterne Form rausgekommen. Ich möchte einen Großteil meiner Gems noch aufbewahren, denn in 2 Tagen, also leider erst nach dem Stream, kommen, ach ja, was also für euch in einem Tag, wenn ihr es seht, sollte ich dazu sagen, kommt Kula und Kuda, die ich auf jeden Fall haben will. Dafür noch eine Runde. Und was natürlich auch ansteht, was ich fast schon vergessen habe, neben den ganzen Frontier Hunter Sachen werden wir auch die ganzen Honor Summon Sachen dort machen. Ich habe jetzt 488 hier plus nochmal 60, die ich in der Piggy Bank habe. Also irgendwie 540. Ein paar werden da sicherlich noch dazukommen bis morgen. Und ja, das heißt, da wird auch das ganze Honor Summon und Einheiten leveln und kommen. Das heißt, man kann auch super über Einheiten quatschen, was natürlich euch, denke ich, auch interessant ist. Ich freue mich da auf jeden Fall schon gewaltig drauf. Und ja, ich habe wieder ein Summon-Ticket von dem Headpoint. Keine Ahnung, wofür. Ich weiß, dass die BP abgekürzt ist. Ich habe keine Ahnung, wofür sie stehen. Und unsere erste Beschwörung. Übrigens, ich hätte am liebsten Rogan davon einen. Aber das hat auch der Einzige, wo ich sage, jetzt wichtig, Ulkina wäre nett zu haben. Boah, bam. Geil. Okay, ich bin zufrieden. Cancelt, was ich gesagt habe über 3 Beschwörungen. Wir hören nach einer Beschwörung auf. Reicht mir schon. You're my next employer. Fine, I'll lend you my power. Sweet, baby Jesus. Wir haben Rogan, auch wenn er Oracle ist, was natürlich ätzend ist. Ist ja trotzdem immer noch geil zu haben und er hat als Oracle, ich guck mir mal kurz nebenbei seine Stats an, dass ich euch dann Takt zu sagen kann.
Ich gehe also ganz klar Oracle wie immer der schwächste Type, aber trotzdem super zu haben. Und ja, bei allen aktuellen Einheiten kann man davon ausgehen, dass alle Typings nutzbar sind. Rogan bekommt 1869 Recovery zusammen, das ist noch nicht mal mehr der Oberhammer dafür, dass er Oracle ist. HP hat er dann 5775, damit kann ich leben. Crit Damage und Chance of Death Ignore als Leader Skill, das dürften die gleichen sein wie. Keine Ahnung, wer das sonst hatte. Auf jeden Fall finde ich es als Leader Skill nicht so super. Death Ignore Chance 15%, kritischer Schaden 100%. Doch, doch, das ist gleich wie Meredith, das war's, an den habe ich dabei gedacht. Oh, noch ein bisschen Einheiten müssen wir mal rausholen. Wir haben hier noch ein paar Stellen richtig viel Zeug rumfliegen. Ja, wir sind zu. Da haben wir direkt Rogan, der wird unter Garantie behalten und ausgeholt. Also, ich habe natürlich schon meine beiden Lil, die ich ausgeholt habe, mit denen ich auch schon sehr zufrieden bin und die auch ein Stück weit stärker sind als er, was allgemein Nutzbarkeit angeht, weil er das, den Nachteil hat, dass er gegen Erde schwach ist. Der Hauptpunkt, warum ich wahrscheinlich trotzdem weiterhin primär die beiden nutzen werde, ist die Tatsache, dass die halt Anima und Lord sind, was einfach dann doch ein bisschen stärkere Stats gibt. Einfach weil die halt hier auf ihre 6700 HP kommen, da kommt er halt nicht ran. Dafür ist er halt unheimlich geil, was Schaden machen angeht. Da bin ich, freue ich mich schon drauf. Vor allem hat er ja den gleichen Leader-Skill, dass der komplett voll ist, hat aber nur einen Schuss. Und dieser eine Schuss knallt dafür halt richtig rein. Was unheimlich stark ist. Da freue ich mich halt schon gewaltig drauf. Genau, mit seinem Super Brave Burst erzeugt er selbst 30 Brave-Kristalle. Was ziemlich geil ist. Macht damit quasi 30 Brave Force Kristalle, die er halt selbst nicht nutzt, die also der Rest des Teams noch haben kann. Was ziemlich cool ist. Und ja, dieses Video bleibt übrigens, wird recht kurz bleiben. Wir werden jetzt nochmal einen Blick auf die Map werfen währenddessen. Einfach aus dem Punkt, dass heute auch eine Art der Free-to-Play-Challenge kommt. Ja, schon einen Tag älter aufgenommen ist, aber wie gesagt, der Hauptaugenmerk. Nein, ich wollte gar nicht unbedingt reingehen. Hauptaugenmerk ist für mich heute Abend der Stream. Wie gesagt, ich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wird in Englisch sein. Wie gesagt, ich reiße aber auch keinen Kopf ab, wenn er mal Fragen hat, die auf Deutsch stellt, weil er da nicht weiß, wie er sie zum Beispiel auf Englisch stellen soll. Habe ich kein Problem damit, dann zu sagen, okay, ich lese mir die auf Deutsch durch und beantworte sie euch auf Englisch. Und wenn ihr dann immer noch nicht, wenn es dann das Problem gibt, dass ihr was nicht versteht, beantworte ich es auch gerne nochmal auf Deutsch. Das ist kein Problem. Aber ich fände es halt cool, so ein bisschen Teil der englischen Community zu werden und halt auch so gesehen euch mit in die englische Community mit reinzunehmen, weil es dann natürlich auch viele kompetente Spieler gibt, die euch da ein bisschen weiterhelfen können bei Fragen, die man sich austauschen kann. Und ich denke, das wird ganz lustig. Ja, zur Map. Ich bin mittlerweile im vierten Gebiet, sprich im Donnergebiet. Ich werde hier wohl gleich noch ein bisschen Auto-Battle machen. Ich habe, glaube ich, bisher fast alles hier von Auto-Battle gemacht, weil das eigentlich recht interessant ist. Die Gebiete sind tatsächlich nicht schwer. Also von allen Map-Sachen ist das hier recht einfach, weil man. Ich habe gestern Storm zugeguckt, der hat mit einem Average 6-Sterne Truppe. Ich weiß nicht, ich hatte Zelnite dabei, hat aber auch so eine wie Reese mitgenommen als Anführerin Dia. Keinerlei Maxwell mitgenommen, auch nicht als Maxwell-Freund. Hat er das locker Auto-Battlen können. Von daher ist nicht allzu schwer. Gerade und wenn man halt Maxwell hat oder sich Maxwell Freunde schnappt, wird das halt wirklich einfach. Und ja, so ein kurzer Stand dazu. Ich werde wahrscheinlich nochmal einen kurzen Bericht abgeben, wenn ich am Ende bin. Man kann sich nämlich eine Einheit am Ende dann farmen und wo hier ganz oben den Zorg, Z-U-R-G, ist aber leider wie so Zebra, weil es herauskam, halt unheimlich cool. Meer war schon gut, hat aber ein bisschen so gefühlt an Wirkung verloren und Zorg ist halt leider nicht allzu gut. Sein Leader-Skill sagt, man kriegt Attack-Bonus abhängig seiner HP, was sich 1:1 rechnet. Sprich, wenn man volle HP hat, kriegt man 100% Attack-Bonus. Das ist nett für die Arena. Das Problem ist, er ist nur eine 5-Sterne-Einheit, kriegt auch lange Zeit keine 6-Sterne-Form. Also auf der japanischen Version gibt es da noch keine und steht auch nicht in Aussicht. Und hat einfach keine guten Stats, sodass es sich lohnt, ihn einzusetzen. Da ist es besser, irgendwie eine weitere 6-Sterne-Einheit mitzunehmen, die 65% Damage bei Rainbow gibt. Das ist schon praktischer, auch weil deren Stats besser sind. Also von daher keine so umwerfend gute Einheit. Aber ja, ich werde wahrscheinlich zwischendurch, wie viel ich davon zeige, muss ich sehen. Momentan ist halt echt viel los. Wir haben nämlich auch noch den nächsten Part der Trial of the Gods, die ich dann auch in den nächsten Tagen aufnehmen muss. Hier sieht man es, 4 bis 6 ist da. Nein, ich will die nicht nochmal machen. Gibt ein unheimlich ethisches Item, was ich dringend haben will. Ich glaube, das sieht man in den News schon. Nein, da wollte ich nicht. Ich muss halt die Dinge noch machen. Ich habe, glaube ich, Maps.
und Einheit entwickeln erwischt. Wenn die Sarah und Vivaran, ja, also ob ich mir das antue. Da wollte ich hin. Und jetzt auch bitte die News und nicht die Bounty Hunter Dinge. Danke. Ja, Top 10.000 bräuchte ich. Mal sehen. Schnell. Ey, merkt schon, ich bin unheimlich begeistert davon, wie lange der braucht. Endlich. So, Trial of the Gods, da haben wir es. Und zwar, ja, kriegen dort jeweils Zell, Karma, Burst Rock und Jam. Das ist interessant. Dieses Geist, wie auch immer sich das ausspricht, keine Ahnung. Reduces the consumption of BB Gorg. Das heißt, ja, man braucht zahlentechnisch durch 15% weniger BB-Verbrauch. Sprich, man halt 15% übrig. Also ein Brave Burst Bonus, so gesehen. Also als Brave Burst Leist Bonus dazu kommt Death und HP um 10% hoch und Attack und Recovery um 5% hoch. Der epische Teil daran ist, dass, der die Sphäre gut macht, dass es eine Brave Burst Bonus Sphäre. Sprich, die zählt als, ja, BB-gebend. Und nicht als Stat-Push-Sphäre. Und wenn wir uns mal Sphären angucken, weil... Blub, nur von wem? Ah, das ist doof, ihn zu nehmen. Er hat welche. Ja, jemand, der keine hat. Die ganzen Dinge hier oben haben ja immer dieses kleine Up- und Fall dann. Das sind halt Stat-Push-Sphären. Was halt die meisten guten Sphären sind. Hier Amanoha-Baken und Leguan-Gem zählen dazu. Leider auch die Halloween-Sphären. Die wir hier unten haben. Die zählen alle mit dazu. Hollowed Skull und Sinister Orb, die halt auch einen Bonus auf Brave Burst geben. Und extra Angriffe wären das Brave Burst Sphären, wie der Name, wie es bei dem Effekt naheliegen würde. Wären das halt geil, weil dann könnte man die damit kombinieren. Und ich die jetzt einsetze, habe ich das Problem, dass die halt, dass ich dann kein Legwand und kein Amanoha Bark nehmen kann. Und auch die ganzen extra Sphären hier, Dravas, Dangrella, Lexidia, funktionieren damit halt alle nicht. Und mit der neuen kann ich das halt. Da kann ich mir einen Leguan-Gem draufpacken und das Ding noch. Und boost halt meine Stats nochmal weiter. Krieg ich so gesehen HP und Attack insgesamt. Warte mal, Leguan gibt 5, das ist ja so 35. Und Attack und Death. Attack und Recovery. 30. Wenn ich jetzt nicht vielleicht habe. Und halt nochmal einen Bonus auf Brave Burst, was halt ziemlich episch ist. Von daher freue ich mich da gewaltig drauf. Und ja. So viel für heute. Wie gesagt, schaltet heute Abend ein. 19 Uhr geht's los. twitch.tv/doc_rati. Und ja, ich hoffe, man sieht sich da. Dann, Leute, macht's gut.